Hallo liebe Reisefreunde, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind Diane und Frank von unserem YouTube-Kanal Just Lollydays. Mit unseren Freunden Bianca, Gela und Ruth machen wir eine große Reise durch Südafrika. In diesem Video nehmen wir euch mit in die wunderschöne Makeda Lodge und machen eine Safari in den Kruger Nationalpark. Very cute. Unsere Anfahrt zur Überschwemmungslodge. Pass auf diese, das ist hier ein bisschen... Ja, pass mal auf. Die Anfahrt aus dem Swasiland in die Makeda Lodge haben wir euch bereits im letzten Video gezeigt. Es war ziemlich anstrengend und unser gefährlichster Moment in Afrika. Falls ihr neu auf unserem Kanal seid, dann schaut doch gerne auch dieses Video an. Und natürlich könnt ihr unseren YouTube-Kanal auch kostenlos abonnieren und so unsere weiteren Reisen, sei es mit dem Wohnmobil oder mit dem Flieger, verfolgen. So, ich glaube, wir haben's. Ja. Wo müssen wir hin? Rechts. Nach dem vielen Regen sind die Straßen in einem sehr schlechten Zustand. Die letzten Kilometer zur Lodge im Marlott Park sind dabei besonders heftig. Wir sind froh, endlich die Lodge zu erreichen und werden herzlich von François und James begrüßt. Die Lodge hat einen offenen Gastraum, der wunderschön im afrikanischen Stil eingerichtet ist. Das wird doch gelohnt, oder? Wir können das mal an hier. Wir bekommen erstmal einige Informationen, bevor es dann zu den Zimmern geht. Wollt ihr hinten wegen rauchen? Wollt ihr hinten wegen rauchen? Oh. Oh. Very, very nice. Uns werden drei hübsche und zweckmäßige Zimmer zugeteilt und dann entdecken wir einen weiteren Gast hinter den Büschen in unserem Garten. Da ist unser Zimmer, da eine Giraffe. Zwei Giraffen wandern durch den Park und bieten ein tolles Fotomotiv. Es ist aber ganz schön spannend mit solchen großen Tieren. Ich stehe davor. Am besten von da, dann musst du am wenigsten gegen dich. Die Giraffe macht das super. Wenn ihr jetzt auch richtig guckt, jetzt hat die Giraffe keine Lust mehr. So, jetzt. Jetzt. Sehr irre. Giraffen können auch tatsächlich sehr gefährlich sein. Sie können mit dem Kopf herumschleudern und so jemanden schwer verletzen oder mit den Hufen einen heftigen Sidekick geben. Das wird fast gut. Die Begegnung mit den Giraffen war ein schöner Abschluss für diesen aufregenden Tag, der dann mit einem guten Essen und Lagerfeuer ausklingt. Morgen geht es wieder sehr früh weiter. Schön, das habt ihr also. Also, Kariga.
Oh, schönen guten Morgen, es ist 4.30 Uhr und wir sind fertig für die Safari. Durchgeschwitzt. Oder nicht? Und durchgeschwitzt, weil es ist hier mindestens Luftfeuchtigkeit von 100 Grad, 100%. Und es ist bestimmt jetzt schon 30 Grad. Oh, ist das angenehm, der Fahrtwind. Wir starten in der Nacht um 4.30 Uhr unsere Safari im Kruger Nationalpark. Es geht im Dunkeln auch noch einmal an den Giraffen vorbei. Guten Morgen. Da wegen des vielen Regens einige Straßen, Brücken und Eingänge gesperrt sind, müssen wir so früh starten, um zu einem offenen Eingang zu kommen. Nachdem wir uns angemeldet haben und das Fahrzeug beim Eingang gründlich durchsucht wurde, startet unsere Tour. Wir haben ja nun schon einige Erfahrungen mit Safaris gesammelt und bis auf den Leoparden haben wir auch alle Tiere gesehen, aber trotzdem hat jeder Ranger seine eigene Geschichte zu den Tieren. Vorbei an den ältesten Felsen der Erdgeschichte fahren wir zunächst einen Rastplatz an, um zu frühstücken. Hier warten bereits einige Hippos auf uns und in der Ferne sehen wir einen Elefanten. Im Gebüsch liegt eine Hyäne. Spannende Tiere. Die Weibchen haben hier das Sagen, kaum zu glauben, denn sie haben einen Pseudopenis und bekommen durch diesen auch ihre Jungen. Die vermutlich schmerzhafteste Geburt im Tierreich dauert meistens 48 Stunden und häufig reißt der Penis oder das Junge oder die Mutter verstirbt bei der Geburt, weil diese so unglaublich anstrengend ist. René erzählt uns vieles über die verschiedenen Vögel, die verschiedenen Nutzpflanzen und Insekten wie den kleinen Pillendreher. Abseits der asphaltierten Straßen ist es sehr schwierig, vorwärts zu kommen. Und daher sind die meisten Straßen auch gesperrt. Ja.
hier, was ist das denn? Hier sehen wir auch noch ein paar Flusspferde. So langsam machen wir uns auf den Rückweg und sind etwas enttäuscht, da es diesmal keine aufregenden Tierbegegnungen gab. Noch ein Stopp für den Mittagssnack und dann geht's zurück. Can you stop the motor and only he comes to us? Doch, er kommt hierher. He comes here. Doch kurz vor Schluss gibt es dann noch eine aufregende Begegnung. Eine Löwin läuft die Straße hinunter und wir können sie eine Weile verfolgen und beobachten. Ist es nicht erstaunlich, dass die Tiere uns nicht im offenen Fahrzeug angreifen? Unser Fahrzeug ist offen und auch der Ranger unbewaffnet. Aber offensichtlich funktioniert das, da die Tiere das Fahrzeug als einen großen Gegenstand betrachten.
so geht es dann glücklich und erfüllt zurück zu unserer Makeda Lodge. Yes. Lion, yes. Well, here you go. Oh, there's thank your you. Celebration. The happy end. Here you go. Was it raining here? Just now, like, here you go. Just 10 minutes ago. Auch dieser Abend endet mit einem guten Essen und dann geht's ab in die Haia. Am nächsten Tag fahren wir über die Panoramaroute zur nächsten Lodge mit Pool, Tieren und den Blythe River Canyon. Grüß euch. Grüß euch. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Kanal mit einem Abo, einen Daumen nach oben oder einen Kommentar unterstützt, denn das ist für uns ein Lob für unseren YouTube-Kanal. Eure Just Lolly Days.